Erleidest du heute eine eigene Hölle? So, willkommen zurück zu Terrarium. Immer noch dabei der Sebi und die Hallo. Bianca. Hallo. Ja, wir stecken immer noch fest hier irgendwie. Irgendwie kommen, treten wir gerade übelst auf der Stelle. Ja. Ich habe die Hölle gefunden. Das kann man so nicht sagen. Okay, einige von uns finden die Hölle und finden es irgendwie ganz spannend, die Hölle gefunden zu haben. Oh Gott, oh Gott. Ob ein Feuer im stirbt, wenn in der Lava steht? Nein, tut er nicht. Ach, stirb, stirb. Stirb, du Scheißhornisse. Wenigstens sterben die Gegner auch, wenn sie in die Lava fallen. Ey. Die sind so komische Pflanzen, die mich irgendwie anknabbern wollen. Das finde ich sehr unsympathisch. Nee, der kann sich nicht. Oh nein. Kannst du nicht sagen, dass die unsympathisch sind. Die wollen an dir knabbern, Ulrich. Hier stand eine Feuerblume, aber ich konnte sie nicht abbauen. Das finde ich auch super. Nein, die Pflanzen sind Affen. Ich will nicht zu den Pflanzen. Bianca, wenn du gerade gestorben bist, dann schnapp dir mal irgendwie das Silber oder so und bau dir mal eine vollständige Silberrüstung. Ja, guck erstmal, wie viel es ist. Ich wandle einfach mal alles um und dann schaue ich mal. Muss erstmal Inventar leer machen. Ich habe schon wieder Silber gefunden. Diese Ente, die hier rumquakt, das nervt ja Tiere. Die ist super laut, ne? Also ich hätte auch noch 63 Silbererz gerade in meinem Inventar. Und noch 73 Platin, aber... Ich habe hier wieder eine kleine Platinader gefunden. Und so winzig mal. Habt ihr eigentlich gesehen, dass ich die Kaktusrüstung mitgebracht habe? Ja, die habe ich schon gesehen. Hast du sie auch schon mal anprobiert? Nein, aber die sah aus wie ein Krokodil, oder? Nein, eher wie ein Kaktus. Echt? Aber ja, es sieht sehr gewöhnungsbedürftig aus. Oha. Ich habe noch mal ein verdächtig ausschauendes Auge. Das ist doch schon mal was. Da habe ich jetzt auch noch eins. Ja, also, wenn Janka sich die Rüstung baut, können wir auch überlegen, ob wir da einfach noch mal zuschlagen. Ja, den können wir auch noch ein paar Mal quasi bekämpfen. Dieses komische Vieh. Noch ein bisschen von dem Ärzte, von dem Vieh. Oh, der Maurice. Oh, hey, der Waffenhändler. Der ist, glaube ich, ganz wichtig. Bring mir was mit, was Spannendes, was zu spielen und Schokolade. Nein, meine Güte. Was ist denn? Dschungelspuren, was mache ich denn damit? Wird schon seinen Zweck erfüllen, das Zeug. Ja, dann komm doch, dann komm doch. Scheiß Vieh, ey. Würmer, ey. Da kommen die Wurm. Wo bist du? Da, ja. Wo ist denn der Typ? Ah, verdammt. Einmal noch. Hab ich dich. Das ist ja mal cool. Ja, also. Oder ist der bei uns eingezogen? Oh ja. Nee, ich glaube nicht. Boah, war das eine Premium-Bombe. Sehr schön. Ach nein, da ist wirklich bei uns eingezogen. Echt jetzt? Jetzt haben wir einen Waffenhändler bei uns?
Oh, ist doch gut. Ja, aber der verkauft nur so Müll irgendwie. Müll ist uncool. Der soll was Cooles verkaufen. Der verkauft einen Mini-Hai, der macht aber nur 6 Schaden. Ja, der, ach stimmt, der ist das. Den brauchen wir nachher für im Hard-Mode. Brauchst du diesen Mini-Hai. Für einen Gegner. Oder zumindest wäre es besser, wenn du den dann hättest. Weil den kannst du nämlich aufwerten zum Super-Hai oder so heißt das Vieh dann. Ultra-Hai. Ich hab schon wieder... Mit Sharknado kannst du den aufwerten. Genau. Wie sieht's aus, Bianca? Kannst du jetzt was Cooles bauen? Weil wenn ja, dann würde ich mich mal zu dir porten und dann könnten wir mal uns überlegen, ob wir so ein Vieh legen gehen noch. Ich bin gerade noch am Umwandeln, aber ich schaue sofort. Was ist denn der Hive? Au, der Hive ist normalerweise ein Bienenstock. Genau, Bienen. Ist doch Raccoon City dort. Ja, 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 klar, ich weiß, was der Hive ist und ich sehe auch, dass es ein Bienenstock ist, klar. Aber ich meinte damit eher, was erwartet mich da? Ja, ich habe beim Singleplayer leider feststellen müssen, dass du dich nicht zu nah reinbauen darfst. Sonst? Sonst triffst du auf die Bienenkönigin. Und dann? Und dann macht die Matsch aus dir. Das hat sie zumindest aus mir gemacht. Cool. Cool, ich wollte schon immer mal Matsch sein. Ja, Matsch ist meine bevorzugte Lebensart. Existenzart. Existenzart, genau, das habe ich gesucht. Diese Beschreibung. Aggregatzustand. Ja. Jetzt hier schon wieder zu eloquent und zu hochtrabend. Wer? Na hier, wenn ich Aggregatzustand höre, dann das ist mir zu eloquent. Auf dem Niveau. Das sind Wörter, die hat man gelernt, die muss man auch manchmal in den Alltag einstreuen. Ja, die musst du raushauen. Weißt du, du musst deine. Das ist das Einzige, was du dir aus der Chemie behalten hast, oder Bianca? Es war dann doch unwesentlich mehr. Es gibt 3 Aggregatzustände. Fest, flüssig und Gas. Ich hatte LK und ich habe mir weniger behalten. Und was? Ich bin Matsch oder was? Matsch. Matsch ist der geheime 4. Aggregatzustand. Den, von dem nur die wirklichen Kenner der Chemie reden. Sehr cool, sehr cool. So, ich habe jetzt Silber an. Das ja, cool, Silber habe ich auch an. Aber jetzt warte mal, ich habe hier unten nämlich gerade noch... Also hier rechts ist irgendwie uncool, da geht's nicht so richtig gut weiter, aber hier links ist noch ein schönes Erz, da könnte noch eine schöne Platinader sein. Aber da muss ich jetzt erstmal gucken, wie ich da hinkomme. Oh, es tut mir echt leid, ich gehe jetzt diese Ente töten. Ente. Ah, die veräppelt mich doch, die kommt einmal von links, dann laufe ich nach links, dann kommt sie von rechts. Fast mein Ende gewesen. Ente, sondern Ende. Die verhört mich doch, diese Ente. Sie spielt ein böses Spiel mit dir. Warte auf, hier sitzt die bestimmt uns auf dem Dach oder so. Nee, auf dem Dach ist sie nicht. Ja, sie verhöhnt dich halt weiter. Da war sie eben. Jetzt nicht mehr. Das ist doch Blei. Blei brauchen wir nicht mehr. Also abwärts. Abwärts? Hoch, meinst du? Nee, ich baue mich immer noch abwärts. Oh, Sebi, lass uns mal jetzt mal was Gescheites machen. Ja, lass mich doch noch das eine Platin-Vorkommen hier abbauen. Aber dafür muss ich mich halt abwärts bauen. Eigentlich brauchen wir dann ja auch kein Silber mehr, wenn jetzt Silber quasi schon das niedrigste an Rüstung ist, was wir gebrauchen könnten, ne? Das ist im Prinzip richtig, ja. Damit hat es sich jetzt ausgesilbert. Na gut.
Dann. Was ist das denn? Das gehe ich mir jetzt aber nochmal angucken. Und dann gehe ich zurück. Fuck, 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 fuck. Shit, ey. Der Fido geht auch zurück. Ach, das war jetzt ärgerlich. Jetzt stand ich nämlich gerade auf dem Platin-Vorkommen und das sind bestimmt noch so 15 Felder oder so. Ach, das war jetzt nichts. So, dann beam ich mich auch mal zurück zu den anderen. Ich habe jetzt hier ein unterirdisches Wasservorkommen gefunden, die Ente aber immer noch nicht. Allerdings quakt sie jetzt auch nicht mehr. Also ich höre keine Ente. Ich habe die eben auch gehört. Sie war definitiv da. Oh ja. Martin, ja. Das brauche ich. Das brauchen wir auch nicht. Was machen wir denn mit den Husks, mit den blauen, roten Käferpanzern? Keine Ahnung. Aufheben, wegschmeißen. Wir haben doch genügend Truhen. Truhen, Truhe. Machst du doch. Ja, wenn das so ist. So. Ihr wollt jetzt echt nochmal das Auge machen? Nee, nicht zwingend. Wir können auch das eins oben drüber machen, ne? Nein. Wieso nein? Lieber nicht. Wieso denn nicht? Da ist er doch wieder. Ich hab sie jetzt gerade wieder gehört. Jetzt hat mich allerdings auch gehört. Einmal. So, dann geht ihr jetzt mal suchen. Ich geb auf. Dreckente. Ich würde mir noch ein besseres Schwertchen bauen. Jojo. Zumindest solange der Handeltyp nicht kommt. Darf ich da Platinum verwenden? Jo, klar. Also von mir aus. Hat denn hier diese Kobalt-Ausrüstung gefunden? Keiner von euch beiden. Hier liegen nämlich Ancient Cobalt Leggings und Ancient Cobalt Helme drin. Ja, das habe ich mitgebracht. Ja, warum trägst du das nicht, sondern trägst jetzt stattdessen Silber? Du kriegst für Helm, Silberhelm und Silberstiefel und Setbonus kriegst du 9 und wenn du die Cobalt Leggings und Helm trägst, hast du schon 10. Außerdem hast du Mana erhöht um 40 insgesamt. Und Good Magic Critical Strike hast du jetzt nicht, aber das stört ja auch nicht. Du hast auf jeden Fall schon einen Rüstungsschutz mehr, wenn du dir das Silberzeug nicht baust. Sondern die trägst. Achso, da bin ich jetzt schon gebaut. War irgendwie schlecht, Bianca. Tut mir leid. Ja, ich habe die schon vor einer Weile da reingelegt, da habe ich nicht mehr dran gedacht. So, wollen wir jetzt? Klar, jetzt warte, lass mich mein Inventar noch schnell leer machen. Oh. Das wird gerade dunkel. Und? Kannst du denn nur beschwören, wenn es dunkel ist oder was? Ja. Echt? Wie fühle ich denn eine... Ich mich jetzt gerade. Wie fühle ich denn eine... Ach, nicht wirklich. Okay, ich bin auch voll regeneriert. Hoppla. Dann kann es von mir aus losgehen. Wo sind wir denn eigentlich? Oder wo seid ihr besser? Ha! Ich kann tatsächlich einen Höhlenforschertrank mit Platinum-Erz, also mit Platin-Erz bauen. Können wir uns aber diesmal bitte darauf einigen, dass wir eigentlich nicht weiter vom Haus wegstehen, nämlich hier oben irgendwo. Ich baue auch diesmal die Türen nicht zu. Warst du das beim letzten Mal gewesen? Ja, die hat nicht zugebaut. Schön. Ja, ich mach das im Singleplayer immer bei Blutmond oder bei der Goblin-Armee. Damit mir nicht die ganzen Einwohner vom Haus sterben. Ich hab ein Auge dabei, ja. Mhm. Bin gleich fertig. Ich hätte noch im Angebot, falls das einer braucht.
Eine Fessel. 1 Abwehr und plus 3 Abwehr. Also insgesamt plus 4 Abwehr. Hat noch einer einen Ausrüstungsplatz frei, oder? Ja, ich glaube, ich habe noch einen. Oh, ja, ich habe sogar noch 2. Ja, zieh sie an. Danke. Kann ich nicht, ich habe schon eine. Nur einmal, muss ich mal gucken. Meiner hat 1 Defense und 2% Movement Speed. Na komm, dann jetzt für den dicken Murks-Boss, da nehme ich auf jeden Fall mal deine. Oh ja, wir könnten mal Tränke nehmen, damit wir ein bisschen stärker sind. Jetzt waren doch gerade alle da. Tränke nehmen. Naja, aber wie wird es weitergehen? Werden wir einen epischen Kampf sehen? Wer weiß das schon. Und das alles sieht man dann in der nächsten Folge Terraria. Vielen Dank. Ciao.